Willkommen bei Deine Kirche. Gedanken über Gott und die Welt. Welche Sitzgelegenheit würden Sie wählen? Was ist für Sie Gebet? Was ist Gebet überhaupt? Etwas, das man schnell so nebenher noch mit abhakt? Oder eine Art Askese, je unbequemer, desto effektiver? Oder ist Gebet die Zeit, wo ich Gott meinen Einkaufszettel vorlese? Was ist Gebet? Ich möchte gleich zu Beginn einen sehr wichtigen Gedanken voranstellen, meines Ansicht nach der wichtigste, nämlich Gebet ist eine Beziehung, kein Ritual. Gebet ist eine Beziehung, kein Ritual. Beten ist Beziehungspflege mit Gott. Privataudienz beim Herrn der Herren, hatten wir gerade im Anspiel gehört. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 6, du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Gebet ist ein Gespräch mit unserem Vater im Himmel. Im Vater unser beten wir, unser Vater im Himmel. Gott ist eine Person. Er ist unser Vater, der uns liebt und der sich nach dem Gespräch mit uns sehnt. Zu einer guten Beziehung gehört das Gespräch, sonst ist die Beziehung bald kaputt. Wir hatten gestern Konfi-Seminartag zum Thema Christsein im Alltag leben. Wir hatten es vorher bei der Begrüßung schon gehört. Wir sind kurz vorm Ende der Konfi-Zeit und die Frage ist, wie überlebe ich im Alltag als Christ? Wie kann ich meinen Glauben hinüberretten in mein ganzes Leben hinein nach der Konfi-Zeit? Wir haben uns einige Punkte angesehen, wie wir Christsein im Alltag leben können. Ein ganz wesentlicher Punkt dabei war und ist das Gebet. Jemand hat mal gesagt, das Gebet ist der Atem deines Glaubens. Ohne Beten geht deinem Glauben die Puste aus. Weil Gebet Beziehung ist. Beten mit unserem Vater im Himmel, der uns unendlich liebt, mit dem wir zusammen leben wollen. Und der uns im Gespräch Tipps und Hilfen für unser Leben im Alltag geben kann, aber auch für unser Leben als Christ geben kann. Wenn wir mit Gott im Gespräch bleiben, dann bleibt unser Christsein lebendig. Jetzt kann es aber sein, dass im Laufe der Zeit Funkstille eintritt zwischen Gott und mir. Dass ich immer seltener bete, Gott einfach immer mehr vergesse. Anderes wird wichtiger. Man wird älter, die Berufswahl steht an. Irgendwann kommt die Freundin dazu, später dann die Frau. Ihr bekommt Kinder, der Beruf wird anspruchsvoller und so weiter. Und für das Gespräch mit Gott bleibt nur noch so kurze Fastfood-Gebete im Stehen. So wie im Anspiel. Und dann ist das Ende? Zum Glück nicht. Denn Gott bleibt dir treu. Sind wir untreu, so heißt es in der Bibel, so bleibt Gott trotzdem treu. Sind wir untreu, so bleibt Gott trotzdem treu. Gott wartet immer noch auf dich. Und seine Arme sind offen. Du kannst jederzeit zurück zum Vater kommen. Mir gefällt dieses Bild des wartenden Vaters beim Gleichnis vom verlorenen Sohn so gut. Der Sohn kommt total fertig nach Hause und der Vater läuft ihm mit offenen Armen entgegen und drückt ihn an sich. Willkommen zu Hause, mein Sohn. Willkommen zu Hause, mein Kind. Du kannst heute noch mit dem Beten neu anfangen. Auch wenn du jahrelang nicht mehr gebetet hast, Gott steht mit offenen Armen da und empfängt dich voller Freude. Gib deiner Beziehung zu Gott eine neue Chance. Gib dem Beten eine neue Chance.
Jemand hat mal zu mir gesagt, ich habe keine Beziehung zu Gott mehr, weil er mein Gebet nicht erhört hat. Und dann erzählt er mir von einem ganz persönlichen Problem, eine ernste Sache, für die er lange gebetet hat, aber es ist nicht besser geworden. Ich konnte ihn nur zu gut verstehen. Wie ist es, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört? Ist es vielleicht auch bei Ihnen der wunde Punkt? Der Grund, warum Sie das Beten in die Schublade gesteckt haben, bringt ja eh nichts. So denken Sie vielleicht. Zunächst mal, ich glaube, dass Gott viel öfter unsere Gebete erhören würde, als wir denken. Die Bibel ist voll von Versprechen Gottes, unsere Gebete zu erfüllen. Davon später noch mehr. Aber wir alle kennen Gebete, die Gott uns nicht erhört hat. Warum? Es gibt unzählige Gründe, warum Gott nicht jedes Gebet erhören kann oder nicht erhört. Ich möchte nur auf einen näher eingehen. Wenn ein dreijähriger Junge zu seinem Papa geht und sagt, Papa, gib mir mal eine Rasierklinge, wird der Papa sie dem dreijährigen Jungen geben? Hoffentlich nicht. Es wäre ja verrückt. Aber wird er sie ihm nie geben? Doch, er wird sie ihm nämlich dann geben, wenn der Junge alt genug ist, damit richtig umzugehen und sich nicht weh zu tun damit. Ist der Vater deswegen ein schlechter Vater, weil er seinem dreijährigen Sohn die Rasierklinge nicht gibt? Nein, im Gegenteil. In seiner Liebe und in seiner Verantwortung für seinen dreijährigen Sohn verweigert er ihm seine Bitte nach der Rasierklinge, weil er nicht will, dass der Kleine sich verletzt. Und genauso ist es mit Gott. Gott liebt uns so sehr, dass er uns manches verweigert, weil wir noch nicht damit umgehen könnten. Weil es nicht gut für uns wäre, noch nicht. Und dann heißt es warten, bis der richtige Zeitpunkt da ist. Manchmal muss Gott aber in seiner Liebe auch ganz Nein sagen zu einem Wunsch von uns, weil er nie gut für uns wäre oder nie gut für jemand anders oder wie auch immer, weil er nicht gut wäre. Aber immer ist es Gottes Liebe, die Nein sagt, weil er nur unser Bestes will. Martin Lloyd-Jones sagte einmal, ich danke Gott, dass er nicht bereit war, mir jeden Wunsch zu erfüllen, der mir gerade einfällt. Ich bin Gott zutiefst dankbar, dass er mir gewisse Dinge, um die ich gebeten hatte, nicht gegeben hat. Und dass er mir bestimmte Türen vor der Nase zugeschlagen hat. Das dürfte jedem, der schon einige Zeit Christ ist, aus dem Herzen gesprochen sein. Ruth Graham, die Frau von Billy Graham, sagte einmal vor vielen Leuten, Gott hat meine Gebete nicht immer erhört. Hätte er das getan, hätte ich den Falschen geheiratet. Mehrfach. Manchmal werden wir in diesem Leben nicht verstehen, warum die Antwort Nein lautet. Ich weiß, es fällt uns total schwer zu glauben, dass Gott immer unser Bestes will. Aber ich möchte Sie darum bitten, Gott will Sie nie schikanieren. Ich will Sie darum bitten, Gott zu vertrauen, dass er immer Ihr Bestes will, immer dein Bestes will. Gott will dich nie schikanieren, auch nicht bestrafen, wenn er dir ein Gebet nicht erfüllt. Vielleicht musst du hier Gott auch mal um Verzeihung bitten, dass du auf ihn sauer warst, weil er dein Gebet nicht erhört hatte. Denn dieser Ärger und diese Enttäuschung auf Gott blockieren deine Beziehung zu ihm. Und du tust Gott Unrecht. Denn Gott würde dir nie was Gutes vorenthalten. In Römer 8 heißt es, Gott, der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat, sollte er uns noch etwas vorenthalten? Gott will dir nichts vorenthalten. Bitte Gott um Verzeihung, wo du
ihm da misstraut hast. Und gib ihm und dem Gebet eine neue Chance. Manchmal müssen wir auch lange warten, bis Gott unsere Gebete oder unser Gebet erfüllt. Eine gläubige Mutter hatte Schwierigkeiten mit ihrem aufsässigen Teenager. Er war faul, schlecht gelaunt, ein Betrüger, Lügner und Dieb. Später wurde er zwar ein angesehener Anwalt, aber er war voller Ehrgeiz und wollte viel Geld machen. Er führte ein lockeres Leben, lebte mit mehreren Frauen zusammen und hatte mit einer davon einen Sohn. Eine Zeit lang schloss er sich einer eigenartigen religiösen Sekte an und vollzog die seltsamsten Rituale. Die ganze Zeit über betete seine Mutter inständig für ihn. Eines Tages schenkte Gott ihr eine Vision, die sie in Tränen ausbrechen ließ. Sie sah das Licht Jesu in ihrem Sohn. Sein Gesicht war völlig verändert. Danach musste sie noch 9 Jahre lang warten, bis ihr Sohn im Alter von 32 Jahren sein Leben Jesus anvertraute. Der Mann hieß Augustinus. Er wurde einer der größten Theologen der Kirchengeschichte. Luther wurde von ihm geprägt und viele, viele andere. Seine Umkehr führte er immer auf die Gebete seiner Mutter zurück. Von dem amerikanischen Prediger Moody wird erzählt, er habe 100 Namen auf einer Liste geschrieben und dafür gebetet, dass diese Menschen zu seinen Lebzeiten zum Glauben kämen. Bis zu seinem Tod waren 96 davon Christen geworden. Die letzten 4 bekehrten sich bei seiner Beerdigung. Zum Glück ist es nicht so, dass Gott unsere Gebete meistens mit Nein beantwortet. Sonst würde ich vermutlich nicht mehr beten. Im Gegenteil. Ich mache die Erfahrung, dass Gott viel mehr Gebete erhört, wenn wir nur bitten. Die Bibel ist voll von entsprechenden Versprechen Gottes. Ein sehr bekanntes steht in Matthäus 7, haben die Konfirmanden, denke ich, auch auswendig lernen müssen. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Das verspricht Gott. Das ist ja fast wie ein Blankoscheck. Bittet mich. Und ich werde euch erhören. Und noch unzählige weitere Male betont Jesus, dass wir beten dürfen und Erhörung erwarten können. In Johannes 16 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Kurz vor seinem Tod in seinen Abschiedsreden betont Jesus 7-mal, wir sollen beten. Sozusagen eins seiner Vermächtnisse. Kurz vor seinem Tod sagt er 7-mal, wir sollen beten und werden erhört. Mich beeindruckt immer wieder folgendes Experiment. Beweisen kann man damit nicht. Skeptiker können es immer als Zufall wegerklären. Und doch zeigt es für mich die Wahrheit dieser vielen Versprechen Jesu, dass er unsere Gebete hört und erhört. Der Pastor einer Gemeinde in Arizona bat seine Gemeindeglieder, 80 Personen bewusst wahllos aus dem Telefonbuch auszuwählen und diese 80 Personen 3 Monate lang zu beten. Gleichzeitig bat er seine Gemeinde, weitere 80 Namen wahllos aus dem Telefonbuch auszuwählen und diese Liste bewusst zur Seite zu legen und nicht für diese Leute zu beten. Also 2 Listen. Für die einen wird gebetet, für die anderen nicht. Nach diesen 3 Monaten wurden alle 160 Personen, also alle von beiden Listen persönlich angerufen und gefragt, ob sie mit einem Besuch einverstanden wären, damit sie als Christen für sie beten könnten. Für die Personen, für die nicht gebetet worden war, war nur 1 Person dazu bereit. Von der Liste der Personen, für die 3 Monate lang gebetet worden war, waren 69 bereit, sich besuchen zu lassen. 45 baten die Christen sogar ins Haus und boten zum Beispiel Kaffee an und waren bereit, spezielle Gebetsanliegen zu nennen. Gebet war der Schlüssel. Gott erhört Gebet. Ich möchte Sie ermutigen, das Gebet ganz neu zu entdecken. Was können Sie schon verlieren? Geben Sie Gott neu eine Chance oder nutzen Sie die Möglichkeiten des Gebets noch viel mehr als bisher. Jesus verspricht uns, es lohnt sich. Amen.